Hey, willkommen zurück. Heute klären wir die Frage, wie viele Dates solltest du mit ihr haben, bis du mit ihr schläfst? Das fragen mich immer viele Leute. Klären wir heute im Video. Viel Spaß dabei. Also, schön, dass du wieder da bist und wir klären heute, wie gesagt, die Frage, wie viele Dates solltest du haben, bevor du mit ihr schläfst? Und die Frage bekomme ich des Öfteren mal von euch und auch von Coaching-Teilnehmern. Was ich oft mache, ist, was ich schon mal gemacht habe, ist, Frauen auf dem ersten Date zu verführen, sage ich mal, alias das Kochdate, das kennst du bereits. Habe es aber auch schon gemacht, dass ich Frauen getroffen habe, mit denen ein normales Date gehabt habe und dann waren sie irgendwie auf dem zweiten Date bei mir. Und was du verstehen musst, wenn es jetzt darum geht, wann schlafe ich mit der Frau, auf welchem Date, was du verstehen musst, ist, erstmal dein eigenes Bedürfnis bzw. deine eigene Vorstellung, was möchtest du denn überhaupt? Möchtest du jetzt mit vielen Frauen schlafen? Möchtest du viele Affären haben, Freundschaft plus Sachen etc.? Oder möchtest du vielleicht eine Beziehung haben? Und je nachdem, was du dir vorstellst und auch je nachdem, was du mit dieser speziellen Frau dir vorstellst, kannst du das Ganze dann auch variieren. Ich lasse jetzt mal den Aspekt außen vor, wo man sagen könnte, schlaf halt dann mit ihr, wenn es sich richtig anfühlt. Ich lasse jetzt mal diesen es fühlt sich richtig an Aspekt außen vor. Das kannst du ja für dich selbst schauen. Und wir reden mal über das rein Taktische. Okay? Also, nehmen wir mal, du willst mit ihr in eine Beziehung kommen. Wenn ich mit einer Frau oder wenn mich eine Frau, ich sag mal, mehr begeistert als andere Frauen oder ich merke, hey, okay, die könnte vielleicht Beziehungsmaterial sein. Manchmal treffe ich solche Frauen und denke mir dann so, hey, unter Umständen könnte sich in diese Richtung entwickeln. Sie gefällt mir vom ersten Blick her zumindest schon mal gut genug. Dann ist es oft so, dass ich deutlich entspannter bin, was auch Dates angeht, die zum Beispiel nicht bei mir zu Hause stattfinden. Ich mache dann mit den Frauen gerne auch ein paar Dates außerhalb, bin dann mit den Frauen, weiß nicht, in der Stadt unterwegs, etc. Das hängt aber auch immer davon ab, wie gut ich mit der Frau im ersten Moment so sprechen kann. Also wenn ich merke, wir haben eine gute Connection, dann bin ich deutlich bereiter, oder solltest du auch sein, deutlich bereiter, einen längeren Weg zu gehen. Also wenn ihr eine gute Connection habt und wenn ihr sowieso euch super unterhalten könnt, beispielsweise, dann ist es deutlich entspannter und sicherer von einer taktischen Seite aus gesehen, wie gesagt, entspannterer und sicherer, wenn du einfach mit ihr, bevor du jetzt bei dir bist oder du bist bei ihr und du machst den Sex-Move, ist es deutlich entspannter, wenn du ein, zwei Dates vorher hast, wo ihr was anderes macht oder mindestens mal ein Date vorher. Ne? Weil ihr versteht euch ja sowieso gut, nutzt einfach diese Möglichkeit und macht dieses erste Treffen vor dem, ich nenne es jetzt mal Sex-Treffen, um einfach ein bisschen mehr Vertrauen aufzubauen und ein bisschen mehr Verbindung aufzubauen. Ne? Das macht total Sinn. Und dann habt ihr diese Verbindung, dann habt ihr vielleicht Sex auf dem zweiten oder dritten Date und dann greift halt das, von dem ich auch schon öfter mal in Videos geredet habe, nämlich, dass das Investmentverhältnis dann sich ändert. Ne? Das Investmentverhältnis, erst investiert meist der Mann mehr, sobald die Frau mit dir geschlafen hat, ändert sich oft das Investmentverhältnis, dass die Frau langsam mehr investiert, bis es dann halt in offene Beziehung, Beziehung, Affäre, was auch immer sich entwickelt. Das gilt natürlich nicht für Frauen, die nur mit dir schlafen wollen. Das gibt es nämlich auch, One-Night-Stand-Girls. Da ist das Investment dann nach dem Sex eigentlich nicht von ihrer Seite aus größer, außer ihr hattet ganz großartigen Sex. Und zum Thema großartiger Sex, da kommen wir in kommenden Videos auf jeden Fall nochmal drauf, denn das ist ein wichtiger Punkt. So, also, wie gesagt, wenn es ein Beziehungsgirl ist, wenn du dich gut mit ihr verstehst, dann mach einfach ein paar mehr Dates mit ihr, mach's ganz entspannt, bau ein bisschen mehr Vertrauen auf und gib ihr auch diese Sicherheit, hey, ich bin jetzt nicht der Typ, der irgendwie jede Frau flachlegt, die daherläuft, sondern ja, ich habe auch Bock, dich tiefer kennenzulernen. Das gibt der Frau auch mehr Sicherheit im Umgang mit dir. Weil du darfst nie vergessen, wir sprechen hier von Frauen auf der Straße ansprechen. Und da kann sie halt meistens nicht so genau einschätzen, was denn da los ist. Wenn ich Frauen auf der Straße erzähle, ich bin Flirt- und Dating-Trainer, was ich halt manchmal mache, dann machen die sich halt ihr eigenes Bild darüber. Na, die denken sich halt, was auch immer die sich denken, aber meist keine positiven Sachen. Und deswegen einfach ein bisschen entspannter rangehen. Wenn du jetzt sagst, okay, das ist eine Frau, die will ich sowieso nur einmal treffen, die gefällt mir vielleicht nicht so sehr, aber ich würde mit ihr schlafen, dann schau halt, dass du sie entweder sofort aufs Kochdate bekommst oder aufs Date mit dir zu Hause oder machst so ein zwischengeschaltetes Vorher-Date. Also das mache ich neuerdings immer ganz gerne. Da treffe ich mich mit den Frauen dann im Park bei mir um die Ecke und wir gehen eine Runde spazieren. Ich gucke erstmal so, gefällt sie mir? Haben wir irgendwie einen Vibe? Auch wenn sie zum Beispiel von Tinder kommt. Ich habe in letzter Zeit ganz verrückt ziemlich viele Tinder-Dates gehabt. Tinder funktioniert in letzter Zeit für mich relativ gut. Ich bin selbst überrascht. Ich schaue da erstmal, haben wir einen Vibe, kommen wir miteinander klar, der Park ist wie gesagt bei mir in der Nähe und dann mache ich es oft so, dass ich den Spaziergang mache, dann so bis zu mir und entweder sage ich dann, hey cool, lass uns doch nächste Woche nochmal sehen und
mache dann das zweite Date für einen anderen Zeitpunkt aus oder ich gehe halt rüber hier zum Kaufland direkt gegenüber von mir, kaufe eine Flasche Wein und gehe dann mit ihr noch zu mir und wir trinken Wein und was auch immer dann halt passiert. Das kannst du auch so machen. Ich habe ja früher immer geraten, hol die Leute aufs Kochdate. Das ist ja das, was ich früher immer gemacht habe oder was ich... Ja gut, ich muss ehrlich sagen, ich habe es früher immer so gemacht. Die Leute aufs Kochdate geholt. Und das Kochdate an sich ist natürlich immer noch eine tolle Date-Idee. Ne? Ist ja auch ein Sex-Date irgendwo oder kann sich dahin entwickeln. Das ist immer noch toll. Was ich früher viel gemacht habe, ist die Frau vom Straßenansprechen aufs Kochdate zu holen. Und das kann man machen, verstehe mich nicht falsch. Du musst dir nur darüber klar sein, wenn du das machst. Also je weniger Schritte liegen zwischen sie kommt zu dir nach Hause und ihr habt euch kennengelernt, desto wahrscheinlicher wird sein, dass sie abspringt. Also das Kochdate sortiert auch viele Frauen aus, nämlich die Frauen, die sich so gar nicht vorstellen könnten, mit dir zu schlafen oder so. Also Frauen, die sich schon denken, okay, mit dem würde ich auch im ersten Date in die Kiste springen, kommen zum Kochdate, weil das passt ja ungefähr in diese Linie. Damit sortierst du also krass aus. Und die Frauen, die dann zu mir aufs Kochdate kamen, mit denen habe ich meistens auch geschlafen. So. Ich würde dir aber empfehlen, und das ist wie gesagt das, was ich auch in letzter Zeit mache, dich erst an einem neutralen Ort mit der Frau zu treffen. Und dann kannst du vom neutralen Ort immer noch zu deiner Wohnung, immer noch, hey, lass doch einen Wein trinken bei mir oder lass noch irgendwie schnell was kochen. Du kannst es immer noch anhängen. Das eignet sich natürlich gerade dann, wenn es einen coolen neutralen Ort in der Nähe deiner Wohnung gibt, wie bei mir den Park. Das ist halt echt chillig. Ansonsten zeigst du dir vielleicht so ein bisschen deine Gegend, was auch immer du dir einfallen lässt. Plus, je jünger die Frauen sind, desto eher würde ich das auch so machen, also ich sage jetzt generell, das ist nicht immer so. Es gibt auch junge Frauen, die sind, naja, also je jünger die Frauen sind, desto mehr solltest du Zeit vor dem Sex mit ihnen verbringen, um einfach ein bisschen mehr Vertrauen aufzubauen, weil sie nicht so erfahren sind etc. Ich hatte letztens eine 28-Jährige hier, da mussten wir jetzt nicht irgendwie Zeit vorher verbringen. Die hatte Lust einfach auf Sex, ich hatte Lust auf Sex und das hat einfach perfekt zusammengepasst und sie war damit vollkommen in Ordnung, weil sie halt 28 war und mit ihrer Sexualität in Ordnung ist. Ne? Das sind so Faktoren, die du dir durch den Kopf gehen lassen solltest, wenn du dir überlegst, okay, wie viele Dates mache ich denn jetzt und wann mache ich so das Sex-Date, sage ich mal. Und so würde ich das ungefähr gestalten. Ich empfehle also neuerdings tatsächlich, so eine Art Vordate zu machen, woanders zu treffen, an einem neutralen Ort und dann im späteren Laufe des Abends noch zu dir zu gehen, statt direkt zum Kochdate zu holen. Wenn du jetzt auf der Straße merkst, die ist extrem krass angetörnt von dir, kannst du sie theoretisch auch direkt aufs Kochdate holen und wenn sie dann nicht ready dafür ist, holst du sie halt auf ein Neutral-Date hin zum Kochdate. Also das ist ein Date, ja? Das Neutral-Date, Kochdate kann ein Date sein, das Neutral-Date, wir trinken Wein, kann eine Sache sein, eine Sache für sich. Also das muss nicht zweigeteilt sein im Sinne von Neutral-Date, Kochdate, Neutral-Date, Wein-Date. Nein, so muss es eben nicht sein. Es kann an einem Abend passieren. Du kannst natürlich auch weitere Zwischenschritte einbauen. Je mehr Zwischenschritte du einbaust, desto tendenziell mehr Vertrauen ist dann da. Also du kannst auch mit ihr noch in der Stadt unterwegs sein und dann seid ihr noch kurz in der Bar und du, da kennen dich alle Leute und du stellst irgendwie sie den Leuten vor, die du da kennst oder was auch immer, ihr trinkt da einen Drink. Wenn du natürlich Orte besuchen kannst mit ihr, wo Leute dich kennen, wo du einen hohen Status hast, das würde ich immer ausnutzen. Also da würde ich immer hingehen, da würde ich immer die Frau mit hinnehmen, einfach nur, dass sie sieht, wow, krass, krasser Typ. Das wirkt halt sehr. Und wir reden ja jetzt von strategischen Dingen. So würde ich an der Stelle vorgehen, wenn es jetzt um die Frage geht, wann mache ich das Sexdate, wie gestalte ich Dates allgemein. Na, also wie gesagt, neutrales Date kann sich dann zum Sexdate hinentwickeln. Frauen, die sehr, sehr ready sind, kannst du direkt aufs Kochdate holen. Wenn du merkst, es ist so ein Beziehungsgirl oder die gefällt dir echt besser und du verstehst dich auch gut mit der, es macht wirklich enorm viel Zeit mit der, enorm viel Spaß mit der Zeit zu verbringen, dann kannst du den Weg auch einfach länger wählen. Und dann musst du einfach immer mal schauen, wie das so ist. Jüngere Girls eher ein längerer Weg tendenziell, ältere Girls meistens schon eher bereit, dann auch schneller zur Sache zu kommen, sage ich mal. Und wie gesagt, wenn du an Orte gehen kannst, wo du einen hohen Status hast, besuch diese Orte, das ist immer Gold wert. Das war's zu diesem Thema. Wenn du dazu noch eine Frage hast, schreib es mir in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich, dich übermorgen wieder zu sehen. Links neben mir abonnierst du den Channel. Unter mir kannst du dich fürs Coaching bei mir bewerben. Da begleite ich dich 1,5 bzw. 3 Monate und wir bringen dann Erfolg mit Frauen aufs nächste Level. Viele Frauen, viel Sex, feste Freundinnen, was auch immer du dir da vorstellst. Und rechts kommst du zu einem Video, das ich dir unbedingt empfehle, wenn du dieses Video bis hierhin geschaut hast. Schau da mal vorbei. Das knüpft an dieses Video an und gibt dir noch zusätzliche Informationen, die du brauchst für deinen Erfolg mit Frauen. Wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin. Ciao.